Ja, jetzt habe ich die Freude, Burkhard König anzukündigen. Kommt aus dem Raum München, Starnberger See. Richtig. Ne, prominenten Gegend. Ja, Burkhard König hat eine Praxis für Psychotherapie, ist Dozent für Psychotherapie und auch praktiziert das ja auch dann, ne? Ja, Praxistätiger. Genau. Und astrologisch ist er der Huber-Schule sehr nahe. Hat, wer hat da Ja gesagt? Ich. Ja, da haben wir gedacht. ist also lange auch mit Bruno Huber zusammengearbeitet und seine langjährige Mitarbeit ist da entstanden. Ja, und jetzt geht der Vortrag über die Verbindung von Astrologie, Beratung und Therapie. Das ist ja immer auch das Spannende. Man hat zum einen das Horoskop vor sich, kann das auch deuten. Aber wie kriege ich dann die Brücke zu einer guten Beratung? Und dann natürlich noch den nächsten Schritt. Wie wird aus nicht nur, ist es nachher nicht nur eine Diagnose und Interpretation des Horoskops, sondern wie kann ich da zu einer Therapie kommen? Also ich bin sehr neugierig. Ja. Feuer frei. Gut, danke sehr. Ein kleiner Hinweis vorweg. Also ich habe 25 Jahre an der Universität München einen Lehrauftrag gehabt für Psychosomatik und Psychotherapie. Der beinhaltete Medizinstudenten in Psychosomatik zu unterrichten. Das ist ziemlich das Schlimmste, was man tun kann. Da kommen also die jungen Studenten im fünften Semester, haben bisher nur Chemie und Physik gelernt. Und dann soll man ihnen was über Seele erzählen. Das war immer ein spannendes und herausforderndes Unterfangen. Das Ergebnis war eigentlich immer ein Drittel positiv erstaunt zugestimmt. Endlich hören wir mal was anderes. Ne? Ein Drittel war skeptisch, was soll denn das jetzt? Und ein Drittel hat unter der Bank ein anderes Buch gelesen. Da war ich dann sehr tolerant, weil die müssen ihre Prüfung schreiben, fertig. Ne? Und ob die später irgendwas Psychologisches denken können, da müssen sie sich dann selber um Weiterbildungen kümmern. Also die Idee, Psychologie jetzt in die Medizin einzubringen, ist schon schwierig genug. Wir haben öfters mal vorgestellt, wie wäre es jetzt, wenn ich noch was über Astrologie erzählen würde. Das Ergebnis wäre naheliegend, ich hätte den Lehrauftrag bekommen. Oder der Professor, mit dem ich sehr gut stand, nicht, wäre gekommen und hätte gesagt, bitte mach das nicht. Ne? Also das habe ich an der Uni nicht erst versucht. Ne? Das hätte man dann schon vorbereiten müssen. Ja, aber in meiner Praxis mache ich das natürlich nun alles. Und ich möchte jetzt entgegen meiner sonstigen Neigung immer erst große theoretische Einführungen zu halten, sofort mit der Praxis beginnen und einen praktischen Fall vorstellen, wie Astrologie, Beratung und Therapie ineinandergreifen können. Das ist jetzt hier das Horoskop einer Patientin. Die kam 2018 zu mir und hatte 15 Jahre zurückliegend bei mir einen Astrologiekurs gemacht. War also eigentlich in Astrologie recht gut informiert, grundsätzlich informiert, hatte aber offenbar dann in der Zwischenzeit nicht mehr viel damit gemacht. Der Anlass war eine Krisenberatung. Sie lebte seit 5 Jahren mit einem Partner zusammen und der hatte einen schweren Schlaganfall erlitten und saß im Rollstuhl, war halbseitig gelähmt. Und ihre Frage war jetzt, was soll ich machen? Soll ich mich von ihm trennen? Sie ist 10 Jahre jünger, ne? Und ein eigenes neues Leben beginnen. Zumal sich herausstellte, die Kommunikation war nie sehr gut, er ist emotional sehr verschlossen, er lebt in einer eigenen Welt. Er war Antiquitätenhändler und saß eigentlich, so macht man das heute offenbar, den ganzen Tag
vor allen Dingen dann natürlich, als er gelebt hat, am Schreibtisch mit dem Computer und verkaufte Antiquität, kaufte und verkaufte online. Ne? Das ist oft so, wenn natürlich ein akuter Anlass für eine Beratung besteht, dass man dann mit einem äußeren Sachverhalt zu tun hat, sodass wir zunächst mit einer Beratung gestartet sind. Dazu will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Zum Schluss lief es darauf hinaus, dass sie in einem Loyalitätskonflikt, kann man das nennen, steht. Loyalität 1, halte ich zu dem Partner, pflege ihn, versorge ihn und bin treu. Das lag ihr sehr nahe, Neptun 4 meinetwegen. Und auf der anderen Seite, der Partner interessiert sich gar nicht so für mich, hat sie noch mehr durch den Unfall zurückgezogen und eingeschränkt, lebt in seiner Welt der Antiquitäten und des Computers. Habe ich das Recht, mich zu trennen, einen Neuanfang zu machen und ein eigenes Leben zu beginnen? Das wäre die Loyalität gegenüber sich selbst. Nach dem Motto, der Auftrag meines Lebens ist, werde der du bist, lebe dich selbst, geh deinen Individuationsweg nach C.G. Jung. Die Entscheidung kann ihr natürlich niemand abnehmen. Sie muss eine Entscheidung treffen, für A oder für B oder irgendeine Art von Kompromiss finden. Vielleicht, dass sie ihn betreut, aber trotzdem zum Beispiel getrennt wohnt und noch ein eigenes Leben hat. Das haben wir alles sehr ausführlich besprochen, wie die Möglichkeiten dazu sind. Zum Schluss bleibt natürlich das moralische Dilemma. Wie fälle ich die Entscheidung und wie sage ich dem Partner das? Schwierigkeit war noch, dass der Partner, sie waren nicht verheiratet, weil der Partner noch verheiratet war, obwohl er schon 5 Jahre getrennt lebte und immer noch eine große Loyalität zu Frau und Kind hatte. Sondern auch die Frage war, wie vollständig ist er eigentlich mit ihr in einer Beziehung. Nach einer bestimmten Zeit, 6 Monaten, kam sie und sagte so, was haben wir jetzt eigentlich alles durchgesprochen, wir können jetzt aufhören. Eigentlich hatten wir besprochen, eine längere Therapie zu machen und diesen Unfall, also ihren Partner, als Anlass zu nehmen, ihre Lebensgeschichte genauer zu besprechen. Sodass ich mir dachte, eigentlich weicht sie dem aus, genauer hinzuschauen, was eigentlich in ihr vor sich geht, welche Kräfte, welche Wünsche, welche Potenziale da sind, die gelebt werden wollen. Das gibt es oft ein oberflächlicher, durch ein äußeres Ereignis gegebener Beratungszusammenhang halbwegs besprochen ist, dass der Patient dann sagt, bevor man ans eigene Eingemachte geht, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja? Das nennt man dann Flucht in die Gesundheit. Also mir geht es ja so gut. Dann habe ich natürlich ihr Horoskop gesehen, werde gleich sagen, was ich gesehen habe. Und dachte mir, okay, ich schlage ihr vor, eine Abschlusssitzung mit Horoskopbesprechung zu machen. Also eine Doppelstunde. Und dann bespreche ich nochmal mit Ihnen Ihr Horoskop. Sie hätte ja auch sagen können, danke, ich habe schon bei Ihnen Ausbildung gemacht. Hat sie aber nicht gesagt, sondern das wollte sie schon nochmal hören. Und natürlich hatte ich einen Hintergedanken, weil das Horoskop, das hier vorliegt, das Potenzial, das darin steckt. Die 10 Planeten sind ein Potenzial, von dem nicht klar ist, wie viel davon ich zu einem Zeitpunkt X im Leben umgesetzt habe und lebe. Was wäre mit den Planetenenergien, die ich nicht lebe? Mein Grundkonzept von psychosomatischer Gesundheit wäre, wenn ein Mensch alle 10 Planetenenergien im Leben irgendwie unterbringen kann, dann ist er gesund. Wenn wichtige Planetenenergien gestaut werden, dann machen die Symptome. Das kann man sogar genau in das Freudsche Modell, nicht der Levitus-Ströme, einfügen. Also, habe ich mich hingestellt und habe ihr Folgendes gesagt.
Am markantesten ist wahrscheinlich die Opposition Venus-Mond. Wir haben eine Venus im Fisch vom Deszendenten. Der Deszendent ist ja der Du-Raum, der Kontaktraum, der Beziehungsraum. Also wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal an, was will Ihre Venus? Nehmen wir erstmal, es gibt zwei große Bereiche bei der Venus, den oralen Bereich, Essen, und den erotischen Bereich, Sexualität. Mindestens die zwei. Dann ist noch Schönheit, Kunst und so weiter. Also schauen wir uns den Bereich Sexualität an. Die Venus im DC-Bereich möchte eigentlich ein intensives sexuelles Leben, ist allerdings außerordentlich empfindsam und verletzlich im Fisch. Das heißt also, die meisten Männer kommen nicht in Frage. Sie muss eine bestimmte Auswahl treffen. Männern, die quasi empathisch einfühlsam genug sind, mit einer Fische-Venus umzugehen. Wie steht es in den letzten Jahren mit Ihrer Sexualität? Na ja, sagt sie, sehr einfach, gar nicht. Na? Also erstens mal, seit dem Unfall, seit 4, 5 Jahre schon her ist, läuft sowieso nichts. Und ehrlich gesagt, auch davor ist nicht so viel gelaufen. Und sagte ich, naja, und wie ist es dann kompensatorisch wenigstens Genuss am Essen und Trinken? Da hatte sie gleich Tränen in den Augen. Über die persönliche Biografie hatte sie weniger gesprochen, weil ja mehr der Unfall und die Folgen im Vordergrund standen, nicht bei der Beratung. Jetzt kommen wir zum therapeutischen Abschnitt quasi und sagte, ich kann eigentlich überhaupt nicht essen. Ich stehe morgens auf und kann nicht frühstücken. Es ist, als ob mein Magen vollständig verschlossen ist. Wenn ich eine halbe Semmel runterkriege, bin ich zufrieden. Ich sage, ja, was essen Sie mittags? Mittags bin ich meistens in der Arbeit, da esse ich auch nur eine halbe Semmel. Und abends, ja, abends koche ich mir was. Und dann kann ich meistens ein bisschen was essen, bin aber sehr schnell satt. Etwas in mir wehrt sich gegen Essen. Und vor 2 Wochen hat ein Freund, ehemaliger Schulfreund, angerufen. Man könnte sagen, von der erotischen Seite der Venus her vielleicht eher unbedeutend. Ne? Und hat mich zum Essen eingeladen am Abend. Und dann saßen wir da beim Italiener. Und dann kam mein Teller mit den leckeren Nudeln. Ich habe keine einzige essen können. Ich saß daneben, dachte mir, was mache ich jetzt, damit ich nicht auffällig werde. Ne? Erstens mal fragt der Freund, was hast du denn? Dann kommt der Wirt und sagt, schmeckt es Ihnen nicht? Ne? Da habe ich ein bisschen was weggegessen und dann gesagt, ich habe heute keinen Hunger. Aber jetzt stand natürlich eine sehr große Not im Raum. Ne? Wir haben also eine stark gestellte Venus am DC-Raum, im Kontaktraum, auch energetisch befeuert, nicht, mit der Opposition durch den Mond. Und beide Ebenen, nicht, der orale Genuss, sozusagen Essen, Trinken, nicht, und der erotische Genuss finden nicht statt. Also sie lebt eigentlich die Venus nicht. Und so habe ich mir erlaubt, dann zum Schluss zu fragen, Ihre Venus wartet darauf, im Kontaktraum gelebt zu werden. Dann guckt sie mit großen Augen an. Und es fiel ihr nichts mehr ein. Na? Aber dann stand im Raum, ich lebe meine Venus nicht. Und dann kam der zweite Punkt, Mond am AC. Aszendenten, nicht, im Ich-Bereich. Das bedeutet eigentlich, das Wichtigste ist mir, dass Menschen auf meine Gefühle eingehen. Dass Menschen so in mich eindringen, man kann sagen, wenn jemand Kontakt macht, kommt er von hier rechts, holt mein Horoskop auf und landet dann links. Also zu dem Mond dringt sowieso nur jemand vor, der sich länger einfühlt und der sehr einfühlsam ist. Der spürt ihre Gefühle, aber natürlich Mond am Aszendenten, ihre große Sehnsucht ist, jemand fragt mich, was ich wirklich fühle, wie es mir wirklich geht. Welche von meinen Kontakt- und Beziehungswünschen wirklich erfüllt sind. Wer interessiert sich denn so für Sie?
dass ihr Mond leben könnte. Und sie legte noch größere Augen und sagte, niemand. Naja, der Partner ist am Computer, der ist mit sich selbst beschäftigt und hat auch größte Schwierigkeiten, diesen Schock, nicht, der Erkrankung zu verarbeiten. Und sonst, naja, sie arbeitet viel und sonst ist sie eigentlich immer bei ihm zu Hause, weil sie ihn ja auch pflegen muss. Gut, also ist eigentlich niemand da, der wirklich den Mond anspricht, der ihr gefühlsmäßig nahe kommt, wo es eine emotionale Wechselwirkung gibt und schlicht und einfach, was ohnehin schwierig ist, nicht? Der Mond am AC ist wiederum auch äußerst anspruchsvoll, fragt, wer fragt mich, wie es mir wirklich geht und was ich wirklich fühle? Wer will wirklich wissen, was in mir vor sich geht? Sagt sie, naja, die meisten Männer sind ja froh, wenn man sie damit nicht behelligt. Ne? Stimmt, die muss sie ja auch nicht heiraten. Jetzt hat sie aber eigentlich einen, der mit dem Mond überhaupt nicht umgeht. Und zwar eigentlich von Anfang an nicht. Ne? So, jetzt haben wir die wesentlichen Bedürfnisse der Venus und die wesentlichen Bedürfnisse des Mondes. Und mindestens im Moment, wenn wir die letzten 5 Jahre überschauen, muss ich sagen, das lebe ich nicht. Natürlich war es dann notwendig, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wie war das denn mit 20, als sie angefangen haben zu leben? Ne? Oder in der Pubertät. Ja, sagte sie, da hatte ich schon mal eine Beziehung zu einem DG. Der war zwar auch verheiratet, aber am Wochenende war er ja immer irgendwo als DG eingestellt und da hat er mich immer mitgenommen und da lief das alles. Der, mit dem hatte ich spontane Gespräche und Sexualität. Ne? Am Montag musste er aber wieder zur Ehe fahren. Ne? Wie kommt eine Fische-Venus dazu, sich sowas anzutun? Also spürt sie nicht, dass sie das wehtut, ne? Dass sie das verletzt. Ja, aber er wäre so ein toller Mann gewesen. So lebenslustig und rumreisend und überhaupt. Gut, irgendwann kam dann die Frau drauf, dann war es beendet. Ne? Der dritte Punkt, sie hat Sonne und im Grunde den Merkur und in der Konjunktion wird der Mars auch noch rübergezogen ins fünfte Haus. Fünftes Haus. Abenteuer, Lehr- und Wanderjahre, die Welt erforschen, entweder Neugier und Bewegung auf der physischen Ebene, Weltreise, oder Neugier und Bewegung auf der psychisch-geistigen Ebene. Da müsste sie hier sein, zum Beispiel. Viele Seminare, Kurse, Meditationen, was es alles gibt. Man kann die Welt geistig bereisen, und man kann sie physisch bereisen, man kann natürlich beides machen. Machen Sie das? Ja, nein, ich fahre eigentlich nur zwischen Wohnung und Arbeitsplatz hin und her. Und er kann ja nicht reisen. Und früher? Ja. Da sagt sie dann immer so etwa, ja schon. Also ja schon. Also eben mit dem DG, da war ja jedes Wochenende, war der in einer anderen Stadt, ne? Und war sehr stark nach Norditalien organisiert und ja, da war was los. Ne? Der holte sich am Freitagnachmittag ab, fuhr dann meinetwegen nach Bozen, nicht, war dort DG und nachts ging die Post ab. Und dann Sonntagabend wieder zurück. Ne? Im Moment, musste man also sagen, lebt sie weder die Venus, noch den Mond, noch die starke Fünfthausposition. Sie möchte viel mehr Bewegung und Abenteuer, vielleicht so wie damals, nicht? Bei dem DG. So, das Ganze in einer Doppelstunde. Mit dem Ergebnis, dass sie natürlich am Ende der Doppelstunde sagte, ganz kleinlaut sozusagen, wir machen Therapie. Jetzt kommt der dritte Abschnitt. Nicht? Es ist selten, dass sich die Gelegenheit so ergibt, aber ich denke mir, ohne das Horoskop an der Stelle,
Und ohne, dass sie wüsste, dass Astrologie gut ist. Wenn sie jetzt gar nichts von Astrologie wüsste, hätte sie vielleicht gesagt, was soll denn das noch bringen? Oder sie hätte sagen können, ja, da sieht man wieder, die Astrologie stimmt ja überhaupt nicht. Nun wusste sie, wie Astrologie funktioniert und dass sie stimmt. Davon sind wir ja überzeugt. Also konnte sie eigentlich dem schlecht etwas entgegensetzen. Und ich war eigentlich am Ende der Horoskopbesprechung ähnlich überrascht wie sie, wo ich mir immer dachte, sie hat doch Astrologieausbildung gemacht. Sie müsste alles das wissen. Das habe ich doch alles in der Astrologie erklärt. Und dann bleibt halt dieser subjektive Faktor, wer deutet das eigene Horoskop? Gab sogar mal einen Fall, hat man keinen Namen gemerkt, von einem Astrologen, der für das eigene Horoskop extra eine eigene Deutungsregel erfunden hat, damit es besser rauskommt. Also, ja, klar, das ist natürlich auch ein Blick auf mich selbst da. Insofern muss man Horoskopberatungen schon von jemandem anderen machen lassen, der sich traut, die Punkte anzusprechen. Der entscheidende Punkt war also jetzt die Astrologie. Sie konnte, weil sie ja einen positiven Bezug zur Astrologie hatte, nicht daran vorbei, ich lebe wichtige Kräfte nicht. Vor allen Dingen aber, ich zeige im Venusbereich ernsthafte Symptome einer Essstörung. Die Essblockade, also wenn die Venus kompensieren muss, überkompensieren muss, weil zum Beispiel der Schönheitsbereich und der Erotikbereich überhaupt nicht abgedeckt sind, dann ist die erste naheliegende Stufe Adipositas. Ne? Also ich kompensiere im oralen Bereich, weil der ist A, verfügbar und B, naja, der ist nicht so moralisch diskreditiert. Also wenn ich sage, ich lebe promiskuidös, ne? Also. Oder aber, auch das wird noch abgewehrt, und dann lande ich im Gegenteil, nicht in der Adipositas, sondern in der Anorexie, in der Magersucht. Ne? Das heißt, etwas in mir verschließt sich vollständig, nicht, der Nahrungsaufnahme. So wie sie das geschildert hat, musste man schon ernsthaft Angst haben, kriegt sie genügend Kalorien. Nicht? Richtig magersüchtig, vom Gewicht her war sie nicht. Also muss doch, sie war auch Heilpraktikerin noch, bei ihrem Erstberuf, dass sie also auch wusste, was gute Ernährung ist. Ja, der entscheidende Punkt hier war, es gab den äußeren Unfall, nicht, als Anlass. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 20 Minuten. Wie? 20 Minuten. 20 Minuten. Okay, gut. Also, etwas, was oft beginnt. Äußerer Anlass, Durcharbeitung der aktuellen Situation mit ihren Hintergründen. Dann wäre eigentlich eine Therapieblockade gekommen. Und was mich nicht wundert bei dem, was sie dann erzählt hat, das sind ja sehr heftige Symptome. Eigentlich ist sie sehr krank. Also hat schon eine ausgeprägte Essstörung, auch wenn sie das nicht so ganz sehen will und es hinkriegt, dass die anderen das auch nicht so merken. Und es auch nicht so weit geht, dass wirklich eine Anorexie, also ein gefährliches Untergewicht entstehen würde. Also die Abwehr hätte sich da wohl durchgesetzt. Wir beschäftigen uns mit der aktuellen Situation und hören dann auf. Angesichts des Horoskops war ich natürlich damit nicht einverstanden. Sonst sagten, da gibt es jetzt viel durchzuarbeiten. Wobei sich das sogar erst in der Horoskopbesprechung herausarbeiten ließ, weil über die Essstörung hatte sie ja in der ersten Phase, als es um den Partner ging und um die Einschränkungen, gar nicht so viel gesprochen. Na? Das hat sie beiseite gelassen und dass da keinerlei Venusentfaltung im Sinn der Erotik mehr stattfand, das erschien eher am Rande. Es ging eher um die Loyalitätsfragen, um die Abhängigkeitsfragen, um die moralischen Fragen. Und die Einsichten des Horoskops hat dann eigentlich, die Ansicht des Horoskops hat eigentlich die Einsicht gebracht, da gibt es viel zu arbeiten. Wir haben dann sicher noch ein Jahr gearbeitet.
Es hat sich in der äußeren Situation in der Zeit nichts verändert, aber sie hat doch erste Schritte gemacht, ihre Gefühle wichtiger zu nehmen und jemanden zu finden, mit dem sie über ihre Gefühle sprechen kann. Eine ganze Zeit lang sagte sie, also der Einzige, der überhaupt wissen will, was ich fühle, sind Sie. Ja? Im Rahmen der therapeutischen Beziehung. Menschen findet sie eigentlich nicht, die wirklich auf den Mond eingehen. Und Venus, Schönheit, Erotik, das war eben eigentlich auch alles blockiert, denn natürlich war der Mann in irgendeiner Weise eifersüchtig und hat sie gebunden. Ja, hier haben wir jetzt quasi drei Abschnitte, Beratung, Horoskop, Therapie, die dann natürlich darauf aufgebaut hat. Und das Werkzeug war jetzt eben, wenn sie davon ausgeht, dass das ihr Horoskop ist, dann muss sie dazu Stellung nehmen, warum sie so viele Planeten nicht lebt, warum die nicht im Leben umgesetzt werden. Und es sind ja keine nebensächlichen Planeten. Natürlich, eine gewisse Erklärung mag schon sein, der Neptun nicht im vierten Haus, der diese große Loyalität hervorbringt. Muss die Familie lieben und aufrechterhalten. Ja, zugleich spiegelt sich darin natürlich mein Ansatz, die Planeten in ihrer Verschaltung in den Aspekten und vor allen Dingen in der Häuserstellung, in der Wechselwirkung mit der Umwelt, machen das aus, was wir in der Psychotherapie Psychodynamik nennen. Wenn ich kein Horoskop habe, dann muss ich mit der Patientin Gespräche führen, vor allen Dingen über ihre Biografie, über ihre Entwicklungspsychologie und da die Psychodynamik rausarbeiten. Das macht man dann, indem man die einzelnen Entwicklungsphasen durchgeht. Wenn man das deutsche Modell, was in der oralen Phase passiert ist, in der analen Phase, in der ödipalen Phase, in heutiger Terminologie, wie Bindungsentwicklung stattgefunden hat, wie Autonomieentwicklung stattgefunden hat und wie Entwicklung der Sexualität stattgefunden hat. Ja? Wenn man die drei Bereiche immer nimmt. Man muss dann eigentlich zur gleichen Psychodynamik kommen. Das ist für mich immer spannend, wenn ich diese Biografiearbeit mache und hinterher das Horoskop sehe. Entweder stimmt es oder stimmt nicht. Ja? Man kann es auch umgekehrt machen. Ich schaue mir erst das Horoskop an, dann weiß ich etwas über die Psychodynamik. Ich weiß, was sie leben möchte. Ja? Zunächst mal diese Oppositionsspannung Venus-Mond. Dann, wir haben ja hier dann die trigonalen Sextilableitungen nicht zu dieser Konstellation hin, dann das Ganze in Freiheit im fünften Haus. Ja, wenn man mal das als Hauptpunkt nimmt. Ja, da haben wir dann die Parallelität. Ich kann in das Horoskop schauen und sehe die Psychodynamik im Potenzial. Und ich kann die Biografiearbeit machen und sehen, was sie gelebt hat. Und wie die entwicklungspsychologischen Stufen sich aufgebaut haben. Was für eine Charakterstruktur sich da gebildet hat. Wenn man beides macht, gibt es einen spannenden Moment. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich die Biografiearbeit, die entwicklungspsychologische Arbeit gemacht habe und also weiß, hat sich Bindung entwickelt, welche Beziehungen haben sich daraus entwickelt, hat sich Autonomie, Abgrenzungsfähigkeit entwickelt, hat sich Möglichkeiten der erotischen Entfaltung entwickeln, dann ins Horoskop zu schauen, dann gibt es manchmal nämlich eine Überraschung, dass man irgendeinen wichtigen Planeten sieht, der in der bisherigen Erinnerungsarbeit nicht vorkam. Und der ist dann verdrängt. Das sind dann sogenannte Amnesien. Es wäre denkbar, ich mache das jetzt an diesem Horoskop fest, weil wir das hier gerade vorliegen haben, nehmen wir mal an, die Patientin hätte dann im fünften, sechsten Lebensjahr einen sehr schwerwiegenden sexuellen Missbrauch erlebt. Ja?
dann würde sich das astrologisch so zeigen, dass sie Venus und Mond nicht lebt. Es gibt auch andere Gründe dafür. Es könnte aber sein, in den Erstgesprächen, die Biografie erstmal durcharbeitet bei einem Patienten, dass dieses Trauma, das unter einer Amnesie und einem Vergessen zugedeckt ist, überhaupt nicht erinnerbar ist. Und sie nur sagen würde, stimmt, dass ich Sexualität nicht mag, warum weiß ich auch nicht. Und das Horoskop würde aber dann zeigen, was sind wichtige Planeten. Es wäre was anderes, wenn die Venus irgendwo zurückgezogen im 12. Haus stehen würde. Da könnte man sagen, naja, also die venusischen Interessen halten sich in Grenzen. Würde dann beinahe die Frage stellen, hatten Sie mal vor, ins Kloster zu gehen? Nicht? Und erstaunlicherweise, meistens wird das dann bejaht. Ja, als Kind wollte ich das mal. Weil das würde passen. Allerdings könnte man davon ausgehen, dass die Venus trotzdem nicht glücklich wäre im Kloster. Ja? Weil eigentlich will sie nicht meditieren, sondern das Leben genießen. Das Horoskop zeigt immer, und das ist das, was ich an der Astrologie grundsätzlich so faszinierend finde, das gesamte Potenzial des Menschen. Wir alle haben 10 Planeten, 10 Fähigkeiten, 10 Energien. Und wie gesagt, mein Konzept von Gesundheit und Ganzheit ist, wenn ich alle 10 Energien irgendwie leben kann. Nicht alle gleich stark, das geht gar nicht. Aber es gibt auch keine, die ganz außen vor bleibt. Ja? Oder nur in Ersatzbefriedigungen, nicht? Meinetwegen, zum Zuge kommt. Ja, soviel zu diesem Fall. Haben wir noch Zeit für einen zweiten Fall? Ja. Ja? Den machen wir dann vielleicht kürzer. Stunde noch. Ah ja, gut. Da möchte ich jetzt umgekehrt vorgehen. Ich schildere mal die Problematik dieses Mädchens. Und dann diskutieren wir mal, wie sieht man das im Horoskop? Ne? Was steht im Horoskop dahinter? Das ist zunächst das Horoskop eines jungen Mädchens mit 14, 15 Jahren. Ist die von ihrer Großmutter zu mir geschleppt worden. Die Großmutter hatte bei mir Therapie gemacht, hat in dem Rahmen auch Astrologie kennengelernt und kam jetzt mit der Tochter. Es stellte sich heraus, die Tochter lebt eigentlich schon seit einigen Jahren nur bei der Großmutter, weil die Mutter ist drogenabhängig und hat AIDS. Und der Vater ist auch drogenabhängig und nur zeitweise da. Also der kümmert sich um das Kind, die Großmutter. Ja. Jetzt fing das Kind aber an, etwa ab 12 Jahren, ein Symptom einer Schulverweigerung zu zeigen. Sie ging mal in die Schule, und dann stand sie morgens mal nicht auf und sagte, heute gehe ich nicht. Die Mutter konnte sie bitten und betteln, nein, heute bleibt sie im Bett. Oder sie packte ihren Ranzen, ging aus dem Haus, kam mittags wieder und da hatte schon der Direktor angerufen, warum sie nicht in der Schule war. Halt irgendwo spazieren gegangen, nicht? In der Zeit. Und dann kam natürlich die Problematik, dass die Schulbehörde nachfragte, dass Schulausschluss drohte. Wenn sie nicht zur Schule kommt, dann können wir sie nicht unterrichten, aber dann braucht sie auch nicht in der Klasse sein. Ja. So, das ist mal die Symptomatik. In dieser Lage kommt die Großmutter und sagt, was soll man denn mit der Martina machen? Oder also machen ist dann ohnehin eine schwierige Frage, aber wie können wir verstehen, was in dem Mädchen vorgeht und was wäre dann ein adäquater Behandlungsvorschlag. Was würdet ihr sagen, was ist das Problem vom Horoskop her gesehen dieses Mädchens? Warum die Schulverweigerung in der Situation, wo sie bei der Großmutter lebt? Und ich analysiere noch, aber der Herrscher von, also wir haben da eine Konjunktion, da waren Hauptachsen Aszendent und Deszendent, also die Venus kommt ja, Moment, langsam.
Jetzt nochmal bitte. Die Venus kommt ja vom Deszendenten, das ja. ist die andere, ist die Umwelt. Und die hat dann quasi eine Konjunktion am AC zum, ja. zum Herrscher von, also das ist wahrscheinlich der Pluto da. Also das heißt, die beiden Herrscher der Hauptachsen AC und DC, die treffen sich da erstmal. Also das ist erstmal eine augenfällige Konstellation. Mhm. Das heißt, worauf ich sehne mich nach eigener Erfahrung quasi. Das heißt, das ist erstmal auf den Aszendenten konzentriert. So, dann haben wir dazu noch einen Quasi-IC oder wir haben dann nochmal den Mond, der dann quasi auch nochmal die eigene, also der Mond im Wassermann, da sagt man sich, da sind wir daraus, welcher Typ schon mal gefunden, gefühlt, ja, dann gehe ich davon aus, dass der Mond schon mal am IC ist, also dass das meine Identität ist. Und die Identität war dann gerade ein Quadrat zu dem Aszendenten, das heißt Identität und das, was ich bin von meinem Selbst her, das hat dann gerade eventuell eine Konfliktphase, das heißt, das ist quasi ein kleiner Antrieb, also mal eine Motivation zu dem, was aus mir herauskommt, hat dann erstmal eine Thematik. So, es gibt noch andere Sachen. Eine konkrete Frage: ja. Warum oder wie sehen wir das im Horoskop, dass sie bei der Großmutter leben muss und keine Eltern hat? Nach Überkleid, mal losgelöste Sonne, Saturn. Ja. Erstmal nicht angebunden, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben Sonne Vater, Saturn Mutter, klar, und dann noch ein freiheitsliebender Mond, wie auch Uwe gerade sagt, natürlich genauso. Weil, also, da wäre das Thema im Grunde genommen, dass sie sich selbst nicht bewusst ist. Ja, das würde ich jetzt genauso sehen. Wir haben ja die, in der Oberschule nicht die drei Hauptplaneten, Sonne, Mond und Saturn. Die sind, wenn man es psychologisch übersetzt, strukturgebend. Das sind die Hauptplaneten, die organisieren meine Kräfte und meine Energien. Sonne, das wäre ne, das eigene Ich, mit dem ich mich hinstelle und Leben etwas bewältige, aktiv tue. Und Saturn wäre Schutz, Sicherheit, Abgrenzung. Das eine ist die Saturnaufgabe, das lerne ich von den Eltern, wann sagen die Nein, wann setzen die Grenzen, wie verteidigen sich die. Und Sonne lerne ich zunächst auch in der Identifikation, entwicklungspsychologisch, von den Eltern, wie setzen die sich durch im Leben, wo sind die erfolgreich, wie stellt man sich hin und sagt mit der Sonne, ich will etwas, wir sind ja nie da. Also, die konkreten Eltern, Vater und Mutter, sind nicht da und sind mit sich selbst krankheitsmäßig nicht vollständig beschäftigt. Sie müssen schauen, dass sie mit ihrer Sucht und mit ihrer Herzerkrankung nicht irgendwie über die Runden kommen. Da müsste man froh sein, wenn sie mit sich selbst besser umgehen können. Ne? Im ersten Schritt, bevor sie sich um ein Kind kümmern können. In so einem Fall ist es immer tragisch, wenn dann solche Eltern ein Kind bekommen, um das sich zu kümmern, sie eigentlich gar keine Kraft und Zeit haben. Ja? Aber passiert eben trotzdem. Gott sei Dank gibt es jetzt die Großmutter. Ja, und was das Kind in der Schule nicht kann, ist genau das, aus meiner Sicht, Sonne und Saturn. Saturn heißt, ich passe mich an. Hauptprinzip von Saturn ist Adaption. Ich gehe eben um 8 Uhr in die Schule und dann haben wir jetzt eben erst Englisch, dann Deutsch und dann Mathe und dann arbeite ich da eben mit, so gut ich kann. Weil die Strukturen der Welt, in der ich aufwachse, so sind und weil ich später in einem Beruf diese Anpassungsfähigkeit und das, was ich gelernt habe, auch brauche. Und Sonne, die kann mich im Klassenverband einbringen. Und kann mich dort behaupten. Sie ist eigentlich, psychologisch würde man wieder sagen, strukturlos, also mit einer schwachen Struktur ausgestattet. Deshalb reicht der Sonnenwille, ich leiste jetzt was nicht weit, und die Abgrenzungsmöglichkeit Saturn nicht, ist dann eben, ich gehe halt nicht in die Schule. Da setze ich dann noch eine Grenze. Ja, ich würde das als das Hauptproblem ansehen. Die beiden Hauptplaneten und ihren Fähigkeiten bekomme ich nicht von den Eltern gespiegelt. Und die Großmutter allein dürfte da natürlich auch etwas überfordert sein. Ja? Zumal die noch damit beschäftigt war, dass auch ihr Mann, ein sehr bekannter Musiker, sie verlassen hatte. Also das Kind hat
eigentlich niemanden zum Identifizieren. Und gehe halt morgens auf und sage, so, wie ist die Welt? Warum soll ich in die Schule gehen? Ich gehe nicht. Ja? Das ist das eine. Dann aber kommt eine sehr wesentliche Entwicklung, da kann man vielleicht noch darauf eingehen, zustande. Sie entdeckt nämlich eine sehr besondere Fähigkeit bei sich, die sie mit der Großmutter teilt. So, ich verrate jetzt noch nicht gleich welche. Wo ist ein besonderes Fähigkeitenpotenzial im Horoskop? Was könnte sie von innen heraus? Also wenn das mit der Großmutter teilt, also Großeltern, die im Haus 9 fahren kann, und da kommt ja der Mond her aus Krebs. Das heißt, mit dem Jupiter fahren hat sie irgendwas, und der kommt aus Haus 2. Ach, das könnte jetzt was. Ich bin Haus 3, sondern jetzt mal einfach mal so offen gedacht. Ja, ja. Also ich denke, der künstlerische Bereich ist schon die richtige Richtung. Also die Großmutter, die könnte ja sowohl Uranus sein, die im zweiten Haus ist, als auch Pluto am Erzähl. Ja. Wenn du natürlich sprichst, wo könnte ein großes Talent oder eine Begabung sein, würde ich natürlich auch immer erst ins zweite Haus schauen. Mhm. Und dann haben wir ja Merkur und Uranus zusammen. Mhm. Ja. Und ja, also vielleicht kann sie tatsächlich, vielleicht teilt sie mit ihrer Großmutter die Fähigkeit, eine besondere Weitsicht zu haben oder besonders sich in eine Materie einzuarbeiten, zu bilden. Und wenn sich das kreativ umsetzt, was könnte sie dann machen mit Uranus, Merkur? Darüber sprechen und sich anderen mitteilen. Ja. In der digitalen Richtung. Digital. Ja. Eigentlich viel naheliegender, Schreiben. Ja. Die Großmutter ist nämlich Schriftstellerin. Ja. Und sie hat, ich das sehe, erstens mal eine Verbindung Venus zu Jupiter. Das ist doch auch in der klassischen Astrologie eigentlich eine Künstlerkonstellation. Vielleicht nicht ganz einfach mit dem Quadrat, aber trotzdem, Jupiter, die schnelle Auffassungsgabe, Venus, das ästhetische Gefühl. Nicht ideal ist eben mal die Venus-Jupiter-Konjunktion. Also Venus-Jupiter, das künstlerische Moment. Und Merkur-Jupiter ist natürlich eine sprachliche Grundintelligenz, und Sprache und Schreiben, ne, liegen dann nahe. Und es muss was sein, wo der Mond angesprochen wird. Eigentlich ist der da, Sonne und Saturn, ja, wenn dann erst langsam entwickelt werden müssen, der entscheidende Punkt. Sie fängt an mit ihrer Großmutter, weiß gar nicht, wer da zuerst die Idee hatte, ein Buch zu schreiben im Sinn von Briefen. Großmutter schreibt einen Brief an die Enkelin. Enkelin schreibt einen Brief zurück. Großmutter antwortet wieder. Und dann macht die Enkelin noch Zeichnungen für dieses Buch. Und das Ganze nimmt dann ein Verlag an und druckt es. Und das ist jetzt ein entscheidender Lebenserfolg für sie. Ich habe ein Buch geschrieben mit meiner Oma. Und das kann man jetzt kaufen und lesen. Und ich habe nicht nur geschrieben, ich habe auch noch gezeichnet. Also es ist das kreative Potenzial, und es muss etwas sein, was den Mond anspricht. Und das, letzter Punkt, ist wahrscheinlich dann auch mit der Schule das Problem. Sie bräuchte eine Schule, wo ihr Mond sich wohlfühlen kann. In unserem Schulsystem, mit Verlaub, kenne ich sowas nicht. Es gibt einzelne Schulen, Summerhill oder Mama Steiner Schulen oder Montessori Schulen, wenn man da Glück hat, findet man Schulen, wo auf den Mond des Kindes eingegangen wird. Ja? Und das andere ist Saturn und Sonne. Die Kinder müssen diszipliniert werden und kommen und sich anpassen. Und wenn sie das können, dann kriegen sie ihr Abitur oder sowas. Ja? Sie muss immer über den Mond ansetzen. Man muss immer, das ist sehr, sehr schwierig, gleich nicht in der Welt, in der wir leben, muss immer beim Mond abgeholt werden. Sie muss etwas wollen, mögen können, lieben können. Dann blüht sie auf.
Das ist eigentlich die typische Künstlerin. Ne? Das sind Künstler, die sagen, ich kann mich nur morgen ins Atelier stellen und ich kann nur malen. Anderes mache ich nicht. Ne? Das heißt, da hat sie einen schwierigen Lebensweg vor sich und der Saturn muss dann immer von außen kommen, es muss immer jemand kommen. Also wenn sie Künstlerin ist, müsste sie einen Mann haben, meinetwegen, der den Saturn spielt. Ne? Dafür sorgt, dass Essen da ist und dass vielleicht die Bücher verlegt werden. Im Moment macht er das noch die Großmutter. Bitte. Ja, meine Frage, als sie dann geschrieben hat, wurde sie dann weniger rebellisch oder als das Buch veröffentlicht wurde, wurde sie auch dann weniger rebellisch? Ja, das weiß ich leider nicht. Waren ein, zwei Jahre bei mir immer wieder nicht in Beratung. Und dann starb die Großmutter an Krebs. Und dann weiß ich nicht mehr, was mit ihr passiert ist. Ich habe nie wieder Kontakt gehabt. Ich kann Großmutter erklären, weil die Sonne, die kommt ja aus dem NC, was ja quasi die Erziehung wäre, also die Eltern. Der Saturn auf der Sonne mit der Konjunktion, das ist dann die Einschränkung. Der Saturn kommt aus Haus 3, das wäre dann quasi Kindheit. Also wer wäre die Einschränkung in der Kindheit? Und das kann sein, dass das jetzt abgelöst wurde von der Schriftstelle bei Haus 3, die dann aus der Sonne quasi aus dem MC-Punkt jetzt erfolgreich wird. Also es ging so weit, das Einzige, was ich machen konnte, ist sie dahin beraten, dass ich verstehe, dass sie diese Leistung in die Schule zu gehen, nicht von selber bringen kann und dass sie immer bei ihrem Mond abgeholt werden muss, woraufhin natürlich alle Menschen in der Umgebung sagen, ja, dir braucht man eine Extrawurst. Und sie muss sagen, jawohl, die brauche ich, sonst springt mein System nicht an. Und wenn ich eben Künstler bin, wenn ich schreiben kann mit meiner Großmutter zusammen, dann werde ich da beim Mond Jupiter abgeholt und das ist ja dann die starke zentrale Stellung des Horoskops. Ne? Dann auch auf den IC-Bereich zu, dann springt das Horoskop an und meine Fähigkeiten. Also es ist eine schwierige Biografie einer kommenden Künstlerin. Ich weiß leider nicht, was weiter aus ihr geworden ist. Bitte. Ich meinte auch mit dem Mars in 12, ja, das zeigt auch diesen Hinweis, insgeheim arbeiten zu können, in der Waage. Ne? Und dieser Mars, der hat ja auch das Trigon runter zu Jupiter und so weiter, das ist sehr schwindelnahe Struktur. Und ist auch im Dreieck dann mit Uranus Merkur. Genau. Also von innen heraus könnte der Mars anschieben. Mit meinen innersten Wünschen nicht, oder innersten Antrieben. Und letzter Punkt, für uns würde der Mondknoten, der aufsteigende Mondknoten am DC bedeuten, es ist sehr wichtig, dass Menschen aus dem Kontaktbereich auf mich zugehen und mir helfen und mir Vorbilder sind. Allein komme ich schwer durchs Leben. Künstler haben oft die Fähigkeit, andere Menschen zu rekrutieren. Vom Manager bis zum Ehepartner, die den Künstler stützen, sodass er seine Kunst machen kann, oder die Künstlerin. Darin hätte ich eine Chance gesehen für sie. Okay. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Mit so zwei Horoskopen mal das darzustellen, wie man in die Beratung, in die Therapie gehen kann. Wunderbar, toll. Sind wir jetzt hier noch zu Fragen? Axel. Ja, was war denn dann, sozusagen jetzt, wenn man davon ausgeht, dass die Klientin sozusagen mit einem Lösungswunsch in die Therapie kam, sozusagen? Mit was für einem Wunsch? Lösungswunsch. Also Lösungswunsch, die Großmutter, wenn ich das richtig gehört habe, brachte ja das Kind, was dieses Problem der Schulverweigerung hatte. So, wo wäre dann jetzt sozusagen eben der Therapieansatz oder sozusagen, was hat man gemacht, um dem Kind zu helfen oder so? Ich würde jetzt noch nicht von Therapie sprechen, sondern vom Beratungsansatz. Und das Erste, was ich ihr sagen konnte, im Astrologischen, ist, dass sie einfach diese stabilen Identifikationen mit Sonne, Saturn nicht hat. Und dass es immer eine Schwachstelle bei ihr sein wird. Das kann sie natürlich lernen, mindern, aber eben doch.
Anpassung und Durchsetzung ist nicht ihre Stärke. Man kann nicht ohne weiteres für etwas kämpfen, Sonne, und eben adaptieren, ne, an unser Schulsystem adaptieren und da erfolgreich sein, dass sie das nicht kann. Dass sie aber, Punkt 2, aufblühen kann, wenn ihr Mond getroffen wird. Ne? Und das, was unsere Kultur gar nicht sehr positiv sieht, sie muss eine Aufgabe lieben können. Ne? Und dann blüht sie auf. Dann fängt sie an zu zeichnen und zu schreiben. Ich meine, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass dann 13, 14 Jahren Mädchen, nicht? Also wenn auch mit der Großmutter zusammen in einer geeigneten Form in Briefen, nicht? Ein Buch schreibt, Zeichnungen macht. Es zeigt, was sie eigentlich könnte, wenn der Mond aktiviert ist. Und dann kommt dieses blaue Dreieck ins Laufen, nicht? Also Mond, Jupiter, Mars, Uranus, Merkur. Ne? Da kommt vielleicht sogar auch der Ehrgeiz hier von Pluto, ne? Zum Zuge. Also die beiden Punkte habe ich beschrieben, dass es real schwer ist für sie, dass sie nicht deshalb nicht zur Schule geht, weil sie böse ist, nicht mag oder sonst was, sondern dass sie ein Problem hat. Sie hat viel größere Schwierigkeiten mit der Adaption. Das kann man dem Direktor sagen, der kann natürlich damit dann auch nichts anfangen, ne? Außer ein bisschen Rücksicht nehmen und dass man auf den Mond eingehen muss und dass sie eigentlich ein falscher Schultyp ist, was auch nicht ohne weiteres zu ändern ist. Ne? Also einfach diese Landschaft beschreiben, in der Landschaft lebst du. Die Lösung würde hier liegen, den Mond stützen. Ne? Das ist das Prinzip der Begeisterung, was in den Schulen fehlt. Richtig, ja. Ja. Der Geist, der weitergetragen wird. Ne? Er muss bei der Mondbegeisterung wecken. Nicht? Dann blüht sie auf und dann kann sie plötzlich was. Das stärkt dann sekundär wieder die Sonne, nicht? Wenn sie eben doch Erfolg hat. Ja. Ich habe mal noch eine Frage zu den Klienten, Patienten, die kommen. Hast du eine Kassenpraxis, eine gesetzliche Krankenkassenabrechnung? Das heißt, die meisten, die kommen, die werden nicht wissen, oder doch, dass du Astrologie machst. Das ist also ja, grundsätzliche Frage. Also ich habe natürlich bin niedergelassen in Bayern, aber so eine Kassenpraxis, und das heißt, dass immer wieder auch von Ärzten oder von der Kassenärztlichen Vereinigung Patienten geschickt werden. Bei denen sage ich natürlich zunächst nichts von Astrologie. Ne? Wenn jemand kommt und sagt, also ich habe Ihre Adresse von der KV, brauche einen Therapieplatz, und ich sage, wunderbar, wir machen Astrologie, dann ruft die da an und sagt, wissen Sie, dass der Astrologie macht, dann kriege ich eine Abmahnung. Genau. Weil natürlich, die Kasse bezahlt ja dann die Stunden und sie bezahlt nur das, was zugelassen ist. Ne? Ich darf also keine Methoden verwenden, die nicht zugelassen sind. Punkt 2, es kommen aber auch von der anderen Seite immer wieder Menschen, die Horoskopberatungen wollen und bei denen dann das Bedürfnis über die Beratung hinausgeht in die Therapie. Und umgekehrt gibt es auch Patienten, die meinetwegen über irgendeinen Arzt vermittelt werden, ein Stück Therapie machen. Und dann kommt ein geeigneter Moment, und das ist jetzt ein bisschen die Grauzone, ne, wo ich mir denke, an der Stelle wäre jetzt das Horoskop einzubringen sinnvoll, ne, wie in dem Fall auch. Und dann bespreche ich das. Und wenn ich den Eindruck habe, der Patient ist aufgeschlossen und ruft nicht gleich, ne, bei der KV an oder bei der Psychotherapeutenkammer, ne, oder sonst etwas, und dann bringe ich das ein. Und das würde ich dann so sagen, also wenn es je zur Sprache käme, im Rahmen einer Therapie schieben wir das einzufügen sinnvoll. Ja? Es ist noch nie besprochen worden, aber das wäre jetzt vom Kassensystem her nicht das Heikle. Es gibt ja die Freiheit, dass der Patient sprechen kann, über was er will. Also wenn er das sagen würde zu mir, also... Das geht aber nicht, dass da über Horoskop gesprochen wird. Naja, gut, wenn der Patient mir das jetzt... Der Patient darf dich oder mich fragen, genau, was sagen Sie zu meinem Saturn, dann muss ich nicht ausweichen. Ja. Der darf ja fragen. Es darf nur nicht... Also ich muss immer warten, bis ich gefragt werde. Ja. Aber dabei auch die Frage, dann gibt es doch auch ganz viele Fälle,
die nie was davon hören von der Astrologie. Man macht eine normale Behandlung, aber man kann erstmal erfragen, sind Sie eine normale Geburt, sind Sie eine Nachtgeburt, ist das eigentlich, wie waren die Bedingungen der Geburt, gehört ja alles auch zur Anamnese, auch wenn man ein bisschen am Pränatal fragt, transgenerationale Aspekte und so weiter, wo man dahinter kommt, aha, wann war die Zeit, können wir mal nachfragen, der Mutter oder Standesamt fragen, auf dem Geburtsregister. Und diese Horoskope könnte man als Psychotherapeut oder Therapeutin auch beobachten, obwohl die Patienten nie was davon ahnen. Und ich muss sagen, das sind für mich höchst interessante Beobachtungen. Ja. Und man kann es auch so machen, das ist noch wahrscheinlich die eleganteste Lösung, dass auf der einen Seite eine Therapie läuft und ich zum Beispiel sage, Sie haben auch gefragt und es scheint mir sinnvoll, wir machen jetzt zwei Extrastunden, eine extra Doppelstunde, die auch privat bezahlt wird, dann hat es mit dem anderen System nichts zu tun und natürlich, das muss erlaubt sein. Also. Ja, Birgit. Ich habe eine andere allgemeine Frage, und zwar, es gibt ja den Begriff der psychologischen Astrologie und der klassischen Astrologie. Gibt es eigentlich eine Astrologie ohne Psychologie, deiner Meinung nach? Wo ist die Abgrenzung? Wir arbeiten ja alle irgendwie mit diesen Begrifflichkeiten. Ich glaube, die Huber-Schule bezeichnet... Nein, Helen macht auch Psychologie. Ich wollte gerade sagen... Ich habe das Gefühl, die Huber-Schule bezeichnet die Klassik, was sie unter klassischer Astrologie versteht, ist auch die Astrologie darüber von Thomas Ring. Lass mal die Huber-Schule rausholen. Ja, was verstehst du denn unter klassischer Astrologie? Ja, das war ja meine Frage. Kann man nämlich verschiedene Ansätze sehen. Die einen sehen die Ringenschule da und die anderen sagen, nein, ich sehe unter der klassischen Astrologie alles das, wo noch kein Saturn und noch kein, aber kein Uranus und kein Neptun vorkommt. Ne? Das war meine Frage. Ja. Wo ist eigentlich also, die Astrologie ohne Psychologie? Ja. Meine Antwort wäre... im ganzen Mittelalter ist Astrologie ohne Psychologie getrieben worden, was eine Psychologie gar nicht gab. Ist ja dann wirklich, also in der Antike gab es das, das ist untergegangen und dann gab es ab 1895 vernünftige psychologische Ansätze. Die erste Schrift von Freud, dann von C.G. Jung und dann konnte erst eine Synthese stattfinden, wie zum Beispiel in München von wie hieß unser Münchner? Du warst Kollege. Lebenshilfe Astrologie. Riemann. Danke, Fritz Riemann. Dann Liz Green in London und Huber in Zürich waren so drei, die das sehr früh synthetisiert haben. Ganz einfache Antwort, wenn ich mir mittelalterliche Astrologie anschaue, da gibt es diese schöne Szene, wer das nachlesen will, bei Wallenstein, Schillers Wallenstein, Band 1, meinetwegen ist die historisch, da steht also Wallenstein mit seinem Astrologen Seni vor einer Planetentafel. Na? Und dann sagt Wallenstein, lassen wir es bleiben, Seni, Saturn regiert die Stunde und der böse Mars auch noch, nur Unglück. Und sagt sie, Moment, Herr, Moment, da kommt gerade die schöne Venus über den Aszendenten hoch und dahinter der Jupiter, der Glücksbringer. Na? Ah, sagt Wallenstein, das wendet alles. Da ist ja keine Psychologie dabei. Ne? Und sie fällt dann eine Entscheidung, angreifen oder nicht. Ne? Also es wäre eine Orientierung. Und ich mache da jetzt gar keine Wertung daraus. Was soll man im Mittelalter anders machen, wenn es gar keine Psychologie gibt, ne, die man mitverwenden könnte? Ich meine, dass die Astrologie bei den alten Griechen, die eine Psychologie der Traumdeutung hatten, anders aufgestellt worden wäre. Und ich kann sagen, bei Thomas Ring sehe ich so, dass er auch noch keine Psychologie hat, aber dafür eine sehr ausgeprägte Philosophie, ne, auf die er sich bezieht, als Hintergrund. Und eigentlich erst im 20. Jahrhundert konnte man das Moment Psychologie, da war die so gut entwickelt, mit dem psychodynamischen Denken, wie ich es hier vorgeführt habe, dass man die mit einbringen konnte, was Neues daraus machen konnte. Und insofern ist es immer eine persönliche Entscheidung,
will ich die Psychologie mit integrieren, ja? Oder mache ich Astrologie ohne das? Es kommt daran, wie groß man den Begriff Astrologie auslegt. Da wird natürlich sagen, Zeni und Wallenstein haben auch Astrologie gemacht, ne, auf ihre Weise. Da gibt es jetzt viele Schritte dazwischen. Ist nicht die Stundenastrologie letztendlich auch eine Astrologie ohne Psychologie? Ja. Wobei auch viele Stundenastrologen sagen, wenn ich eine negative Botschaft so überbringe, dann gucke ich ja auch schnell noch in der Tradix, um es anders zu machen. Aber im Prinzip hast du ja recht, wenn ich frage, wo ist der Ring verloren gegangen und ich die Antwort wissen will, dann möchte ich nicht noch eine psychologische Beratung haben. Ja, oder auch die alten Herrscher, ja. Die wollten im Wesentlichen eine Bestätigung ihres Aufstiegs haben. Ja gut, und das ist ja auch noch bei dem Beispiel, das du Rolf gebracht hast, war das jetzt eine Mundan-Deutung oder war das das Horoskop von dem Wallenstein, was da diskutiert wurde? Die aktuellen Transite. Wahrscheinlich die aktuellen, und da war es Mundan, und dann ist ja auch, bei Mundan-Astrologie ist es ja auch sicherlich die Psychologie ein bisschen weiter weg. Aber vielleicht auch eine Idee, auch bei der Stundenastrologie, nehmen wir mal an, es kommt jetzt raus, ich befrage die Stunde, Mars dominiert. Das könnte ich auch psychologisch auslegen. Nicht als, oh Gott, ich werde angegriffen werden, sondern ich werde herausgefordert zu kämpfen, mich einzusetzen und etwas zu tun. Das wäre jetzt eine psychologische Deutung, nicht diese Situation. Also die Psychologie als Hintergrundfolie könnte man eigentlich immer dazu bringen. Gut, okay. Ja, die dritte Dimension wäre dann spirituelle Astrologie. Auch das wollte ich auch noch sagen. In dem 19. Jahrhundert kam ja die Theosophie auf und die hat auch für sich die Astrologie benutzt und da den spirituellen Aspekt genommen. Und das Thema mit Thomas Ring, das werden wir nochmal in einem anderen Bereich vielleicht heute Abend mal diskutieren, ob da nicht doch auch Psychologie und nicht schon Einflüsse von C.G. Jung und so weiter mit eingeflossen sind in seine Astrologie. Ja. Ich denke, da könnte man schon noch ein paar Hinweise finden. Entschuldigung, ich das trotzdem noch ergänzt. Dieses Wallenstein-Horoskop von Kettler, der schreibt es halt sehr deutlich. Die irdischen Umstände und die politische Vorzeit, so nennt er die, stehe nicht im Horoskop. Und auf den hat Wallenstein nicht gehört, auf den Kepler. Genau. Das war das Tragische. Der hat ihm das Richtige gesagt, nämlich. Das heißt, intuitiv gab es schon. Das war ein persönliches Horoskop. Psychologie konnten. Und das war ein persönliches Horoskop, kein modernes. Genau. Ja, spannend. Das war alles bei der Beratung. Ja, noch eine Frage zu diesem Themenfass? Ja, wir haben das noch aufgezeichnet. Ist also der Pluto am Aszendenten, der ist ja irgendwie so abgekapselt. Also das heißt, meine Triebstruktur, der unterzieht meinen eigenen Regeln. So, das heißt, an den Pluto kann man irgendwie nicht ranetzen. Jetzt immer einfach, was mir aufgefallen ist, so, dann gibt es, es geht ja, das Symposium hat ja den Titel Einen. Und in der transpersonalen Astrologie, wo ich Freund von bin, dann sagt man, da gibt es einen gegenüberstehenden Planeten, das wäre der Neptun. Das heißt, wenn man an den einen Planeten hier rankommt, den anderen ausüben. Und der Neptun, der steht ja quasi an der Achse 3, 9. Und wenn man das Geburtstag ein bisschen zurückdreht, dann kuppelt er quasi diese Achsen. Haus 9, das wäre quasi die Großmutter, und Haus 3, das wäre die Schriftstellerei. Und da kam jetzt so ein intuitiver Zugang zu. Und das ist dann quasi, wäre dann auch quasi später nochmal eine Ressource. Oder ist prinzipiell eine Ressource.